Hallihallo zusammen. Ich möchte euch heute Alternativreifen für den Armer Mojave präsentieren. Wir haben ja immer wieder seitdem dieses Auto am Markt ist, stellt sich immer wieder die Frage in jedem Forum, welche Alternativreifen gibt es für den Mojave? So, bis dato sagte jeder, gibt keine, inklusive mir. So, ich habe welche gefunden. Und zwar, es sind die Proline Badlands MX28 2.8 auf der Raid-Felge 6x30 und optional dazu kaufbar sind die Radaufnahmen. Die müssen sich nämlich separat dazu kaufen, weil grundsätzlich sind da original kleinere dabei. Das heißt, das ist keine 17mm, die 17mm Aufnahmen muss man dazu kaufen. Und dann passen die Reifen perfekt auf den Mojave. Also das sind die Originalen im Vergleich. Das sind die Fortress, die, wobei ich sagen muss, meines Erachtens perfekt sind. Das sind wirklich, wirklich geile Reifen. Aber eben als Alternative die Badlands. Vom Profil her top, kann man nichts sagen. Sie sind etwas schmaler wie die Originalen. Ebenso sind sie etwas kleiner wie die Originalen. Nur das Profil ist ein bisschen, naja, grober würde ich fast meinen. Also ein anderes Profil. Und die Reifen an sich, weicher, ist schwer zu sagen. Ein bisschen weicher würde ich meinen, sind sie wie die Originalen. Also ich bin zufrieden mit dem Proline, die ich habe. Und werde jetzt definitiv ein Mojave probieren. Die schicken Radabdeckungen habe ich im Shop. Die gibt es bei mir, die sind aus TPU. Gleich einmal Eigenwerbung. Die sind aus TPU, werden einfach drauf gesteckt und die halten bombenfest. Verlinke ich dann. Und wie gesagt, grundsätzlich bin ich echt gespannt, wie der Mojave mit den Reifen performt. Ich habe es noch nicht probiert, wie gesagt, ich habe das soeben montiert. Ich will das mal probieren. Und ich habe auch die Fender von Scorched RC Parts verbaut. Die sind natürlich perfekt als Dreckschutz. Ich will sie nicht missen, also kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, Scorched RC sind in England und machen die geilen Dinger da. Habe ich aber schon ein Video dazu, das verlinke ich auch anschließend. Ja, sonst das geht sich. Also ich habe da letztens ein Video gesehen, wenn der komplett einfedert, das steht schon an. Also ich bin gespannt, wie das performt. Muss aber dazu sagen, da ist auch der Karrehalter kaputt, ne? Also nicht zu voll nehmen. Also wenn das normal ist, sollte sich das auch problemlos ausgehen. Und vorne geht sich's aus. Also vorne ist zwar nicht viel, aber es ist genug Platz. Vorne geht sich das aus, wenn der komplett einfedert. Und sonst sollte alles aufpassen. Wie gesagt, Auto ist ja komplett stock, da ist nichts verändert dran, außer Motorräder. Und sonst alles stock, schon x-mal gefahren, x-mal auf die Fresse geflogen. Und ja, hält noch immer. Unzerstörbarer Mojave halt. Hammergeiles Auto. Ja, wie gesagt, das sollte eigentlich nur ein kurzes Video sein. Die Nummer zeige ich euch nochmal. Die Partnummer von den Badlands. Und ich verlinke euch dann auch einen Shop, wo ich die gekauft habe. Ja, wie gesagt, ich bin schon gespannt, aber wir haben jetzt eine Alternative zu den originalen Reifen, die wir schon so lange suchen. Also nicht nur ich, sondern wirklich viele, viele Leute fragen immer wieder in den Gruppen. Und jetzt sind sie da. Gibt es wahrscheinlich schon länger, nur ich habe sie erst jetzt entdeckt. Und ja, gucken wir mal. Alles klar, dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.